Arme. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Hallo und willkommen bei Aloy und Horizon Zero Dawn. Ehrlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Okay. Medizinbeutel ist bestimmt nicht schlecht. Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Gut. Jetzt isst die Beeren. Schmecken nicht. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Heute bekommen wir eine Einführung in die Wildnis. Ins Überleben. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Boah, guckt euch mal die Sonnenspiegelung an. Aloy, eine Maschine kommt. Runter und folge mir in das hohe Gras. Okay. Das Gras. Gut, ich bin ja noch ein bisschen kleiner. Da. Bleib jetzt unten. Baby! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen, wenn du in der Wildnis überleben willst. Ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Ich hab Mühe gegeben. Lass ihn vorbeigehen. Darf ich mich wegen? Bleib geduckt. Und folge mir über den Pfad ins hohe Gras. Folge Rost an den Wächtern vorbei. Okay. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Wo ist der? Es hat den. Komm, hier lang zurück. Genial. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes okay. Gehen ist leiser als aufrechtes. Warte auf ihn. Oh, noch einer. Ich glaube, ich bleib mal lieber ruhig. Der ist mir echt zu nah. Das war der letzte. Weiter geht's. Ich darf mich wieder aufrichten. Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Danke. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Würde mich jetzt auch interessieren. Er lächelt uns zu. Tab! Komm nach Hause zurück! Tab! Ist das der Junge vom Anfang? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene. Er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folgt mir.
Halt, was ist das? Okay. Das habe ich einfach mal so Holz gesammelt. Hat ja keiner was gesagt. Aber. Da, siehst du, diese nennt man Läufer. Ha! Wow. End! Warum hast du sie verjagt? Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Ich glaube nicht, dass alle vor uns wegrennen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Gut, genau so. Die Reichen. Folgt mir. Wieso, was ist hiermit? Hier läuft so viel Zeug rum. Wie kann ich denn schneller rennen? Sollte ich vielleicht auch mal gucken, ne? Kind, ich kann nicht schneller. Ich habe kürzere Beine, mein Freund. Hör auf zu trödeln, da ist... Ich trödel nicht. Okay, werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg. Sonst warnt er die Herde und sie fliegt, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy. Wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Okay, und womit werfen wir die Steine? Aloy, wirf einen Stein zu mir. Mist, wo ist er denn überhaupt? Ich habe nicht aufgepasst. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Wirf einen Stein und lock den Wächter zu mir. Was soll denn überhaupt? Aloy, wirf einen Stein zu mir. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Hallo, sag mir mal einer, wie man wirft hier. Wirft er jetzt? Ich will ja nicht abbrechen, ich will werfen. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Mach ich doch. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Wieso wirft er nicht? Wirft Aloy nicht? Wirf einen Stein und lock den Wächter zu mir. Halleluja. Aloy, wirf einen Stein zu mir. Einfach loslassen. Warum sagt denn keiner was? Vergessen, wo du bist. Wo bist du hin? Kann ich scannen? Ach, da unten ist er. Jetzt. Na komm, da bist du doch. Okay. Erwischt. Aber nicht, lag nicht an mir. Upsala. Kann ich runter? So, komm, jetzt ist es sicher. Lektionen der Wildnis. Ich werde nicht lange überleben, wenn ich weiter so mache. Wächter plündern, das ist schön. Plündere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Achso, den Stein wollte ich ja nicht nehmen. Plündere die Beute, Aloy. Sei aufmerksam. Gut. Jetzt
Sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. Okay. Gut. Wie ich sehe, hast du schon Reinholzzweige gesammelt. Okay, das Nimm war... die Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Ah ja. Dann wollen wir mal das Waffenrad öffnen. Okay. Ah, jetzt haben wir hergestellt, oder? Gut. Dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Das ist schön. Probieren wir sie mal aus. Folg mir. Jetzt muss ich ja noch jagen gehen. Hier, duck dich ins Gras und sei leise. Zeit für deine erste Beute, Aloy. Okay. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können Jäger töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Der Behälter auf seinem Rücken. Ist das ein Schwachpunkt? Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Doch. Jetzt erledige den Läufer. Zieh aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Treffer! Weiterfeuern! Treffer! Weiterfeuern! Oh. Wow. Wie rollt man denn überhaupt weg? Sollte man gucken. Blende ihn, Aloy! Nicht so nah ran! Ja, hab schon verstanden. Also, verstanden habe ich nicht, aber... Zerstör sein Auge! Ja, würde ich ja. Ich bin aber erst 6. Ziel auf das Auge! Oh, mein Donner. Treffer! Weiter feuern! Habe ich ihn? Oh, weil da werde ich noch mächtig üben müssen. Du warst gut heute, aber naja. Du hast noch viel zu lernen. Lass uns Eindeutig. Gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge, der auf den Kriegerpfad. Komm, Aloy, schnell. Gut da oben. Autsch. Frühstück. So.
nicht ich. Ich kann nichts tun. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Maschinen den Jungen sehen und töten. Wenn ich schieße, würde ich sie aufschrecken und sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt, ich schleich mich durch. Oha. Das wirst du nicht. Ja, klar. Aloy. Das Kind hört nicht. Kann meins sein. Ich sag dann mal, ob wir da durchkommen. Nicht.